Kuckuck, Ideen aus Baden-Württemberg. Guck mal. Ein Hocker aus Pappe. Ein natürlicher Energy Drink. Und ein Pflanzenöl-Tracking-Kocher. Alles Ideen aus Baden-Württemberg. Für Kuckuck ausprobiert von Familie Lux aus Gerlingen. Achtung, fertig, los. Zuerst der Hocker aus Pappe. Angeblich ruckzuck zusammengebaut. Erfunden vom Pressesprecher der Stadt Heidenheim. Als günstige Sitzgelegenheit für Partys. Für nur 5 Euro. Es geht ohne Gewalt. Okay. Halbe Stunde zu zweit für einen Karton. Mit 20 Gästen, das wird ja witzig. Ja, für eine ganze Party, da ist man ja mal einen ganzen Tag beschäftigt. Der Trick? Die richtige Reihenfolge. Dann geht's ganz leicht. Mach mal Platz. Richtig zusammengebaut ist der kleine Hocker angeblich super stabil. Hält bis zu 1,3 Tonnen aus. Das wollen wir sehen. Nach der Anstrengung braucht Familie Lux ganz klar einen Energieschub von Freiwild. Dem Energy Drink mit Koffein, aber ohne Chemie. Gebraut von 3 Grafikern aus dem Schwarzwald. Bio-Limonade ohne Koffein machen die auch. Mit Guarana. Und das andere mit Aronia, was auch immer. Ist auf jeden Fall, wenn es ein Energy Drink sein soll, denke ich, eine gute Alternative zu Red Bull und sowas, weil das alles voll eklig ist. Also. Mir schmeckt jetzt das ohne Koffein besser und es schmeckt sehr lecker kirschig, oder? Mhm. Ja. Mir schmeckt beides. Na prima. Jetzt müssen wir noch sehen, wie es wirkt. Ja. Ein Fläschchen natürlicher Freiwilddröhnung kostet 99 Cent. Zum Schluss noch ein ganz spezieller Tracking-Kocher. Der verbrennt Pflanzenöl. Kann man überall auf der Welt in jedem Supermarkt kaufen. Ein großer Vorteil im Unterschied zu herkömmlichen Geräten, die mit Gas brennen. Allerdings dauert es ziemlich lange, bis er richtig brennt. Noch gibt's den 200 Gramm leichten Mini-Kocher nur als Prototyp. Erfunden haben ihn 2 Kletterfreaks aus Groß-Botwa. Also ich persönlich finde es eine gute Idee, aber für mich ist es zu aufwendig. Ich glaube eher eine Männersache. Also wie hat es euch jetzt überzeugt, das Gerät? Also ich finde es relativ aufwendig im Vergleich zu einem normalen Campingkocher, weil man eben auch Spiritus dazu braucht. Beim normalen Campingkocher tut man es halt einfach anzünden, ein bisschen Gas an und ist gut. Pflanzenöl. Trekkingkocher. Freiwild, natürlicher Energy Drink. Hocker aus Wellpappe. Alles made in Baden-Württemberg. Guck mal an. Kuckuck, Ideen aus Baden-Württemberg.